Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und mit dieser Bambusschale und dieser Sukkulente werden wir eine richtig tolle Tischdeko kreieren. Tischdeko für drinnen, für draußen. Draußen würde ich aber eher überdacht. Genau, warum, das werdet ihr dann schon sehen. Womit beginnen wir? Wir werden das hier unten alles ein bisschen ausfüllen. Und dann nutze ich immer sehr gerne Packpapier. Das ist einfach eine kostengünstige Alternative. Und das dreht ihr euch so ein bisschen, also ihr macht euch da so ein paar dünne Streifen von ab, dreht sie ein bisschen in sich und füllt somit ordentlich viel dieser Bambusschale aus. Und dann braucht ihr schon wieder gar nicht so viel andere Materialien. Ihr könnt auch Steckschaum nehmen, also ganz das, was ihr da habt. So, ich glaube, dieser noch und dann reicht das auch. So, in der Mitte lasse ich eine Kuhle. In dieser müsst ihr es gut andrücken, dass es wirklich nicht wieder hoch ploppt. So, jetzt sollten wir es aber haben. Genau, so hält das jetzt. In dieser Mitte gebe ich eine Tüte. Einfach aus dem Grund, weil ich die Bambusschale später gerne weiter nutzen möchte für andere Dinge. Und ich nicht möchte, dass sie irgendwelchen Schaden annimmt. Genau, diese Pappe brauchen wir auch gleich noch. Genau, gleich ist jetzt. Dies können wir einmal beiseite legen. Und nun widmen wir uns dieser Pappe. Ich habe momentan sehr, sehr viel mit Makramee gemacht und ich finde, es ist ein ganz tolles Band, womit man so unheimlich viel super schöne Dinge machen kann. Ja, und ich denke, die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Da sollte auch für euch was dabei sein. Also es muss nicht dieser Naturton sein. Ihr könnt auch Weiß nehmen, ihr könnt Rosa nehmen, ihr könnt Braun nehmen. Also da gibt es ja unzählige Farben, vielleicht auch ein schönes Apfelgrün. Wer keine Lust auf Makrameeband hat, kann sich auch ein Juteband nehmen oder ein Tau. Also da schaut ihr einfach. Oder Wolle oder Stoff oder keine Ahnung, es gibt so, so viel. Ich habe mich hierfür entschieden, weil ich momentan sehr viel mit Makramee, also auch mit diesem Makramee gemacht habe, wie zum Beispiel ein tolles Windlicht, welches ich mir gut vorstellen kann, dass ich das neben dieser Deko-Idee hier aufstellen könnte und das einfach gut zueinander passt. So, was mache ich jetzt gerade? Ich umwickel dieses Stück Pappe. Dieses Stück Pappe hat den Umfang meiner Holzschale. Diesen habe ich mir abgezeichnet. Also einfach die Holzschale auf die Pappe gelegt. Die Pappe ist einfach eine Pizzapappe. Und habe das ausgeschnitten und habe mir in der Mitte auch wieder etwas Rundes draufgelegt. Mit der Größe, die ich mir vorstellen konnte, die für mich, für diese Deko genau die richtige Größe ist. Und ja, dieses umwickle ich jetzt mit meinem Makrameeband und das dauert ein bisschen. Und ich denke, ihr wollt nicht die ganze Zeit dabei sein. Vielleicht ja doch, aber wenn, dann ein bisschen schneller. So. Das war eigentlich jetzt die gröbste Arbeit. Der Rest geht jetzt wirklich ruckzuck. Viele von euch werden gesagt haben oder gedacht haben, ja, warum nimmt sie nicht einfach mehrere Bänder und zupfelt die so durch? Geht doch viel schneller. Ja, geht viel schneller. Hier habe ich aber vielleicht das Glück, dass ich ziemlich viel von diesem Band einfach, ja, weiterverwenden kann. Ich mag es, wenn man Dinge nachher auseinander nimmt und sich einfach dessen erfreuen kann, dass man viele, ja, Zutaten einfach nochmal verwenden kann. Ich werde einen ganz, ganz mini kleinen
Schlauch, aber wirklich mini klein. Einmal hier am Rand setzen, wirklich mini klein, und diesen aufsetzen. Das bekommt man nachher im Anschluss wieder gelöst. Ich werde nicht den ganzen Rand festkleben, weil das bekommt man nicht mehr gelöst. So, also das ist wirklich ein Hauch von, mehr nicht, und das reicht auch schon, auf dass es hält. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon weitergehen. Warum habe ich das festgeklebt? Einfach, auf dass sich die Pappe, also diese umbundene Pappe, nicht mehr bewegt, nicht mehr hin und her rutscht, und dass es nicht immer die Seiten, dass die Seiten nicht immer so hochflutschen. So, hier habe ich jetzt ein bisschen meine Sukkulente. Die habe ich aus dem Garten meiner Tochter. Dort wachsen die sehr üppig. Die gab es mir aber letztes Jahr schon. Und ich finde die Größe dieser Sukkulente einfach herrlich. So, jetzt habe ich hier auch noch Moos und werde jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir das hier alles hinstellen soll, werde mir hier ganz unten ein ganz klein Moos, ein kleines Moosbett einlegen. So, wie schon erwähnt, meine Deko steht überdacht. Für ganz draußen, auf dass es da stets und ständig den Regen ausgesetzt ist, ist es vielleicht nichts. Also nicht mit dieser Holzschale. Dann solltet ihr vielleicht eine andere Schale wählen, vielleicht aus Glas oder Metall oder irgendetwas, was dem Regen halt nichts anhaben kann. Oder ihr sagt mir, es ist egal, wenn die Holzschale nachher ein bisschen Wasserflecken aufweist, dann könnt ihr die natürlich auch nehmen. Ich fände es persönlich sehr schade und wie gesagt, bei mir steht es überdacht. So, ich habe die Sukkulente ganz leicht in etwas Moos gebettet und platziere sie jetzt hier in der Mitte und auch hier die kleinen, ich habe glaube ich zwei, hier ist noch eine, platziere ich einfach nur umzu, und sie wird hier weiter wachsen und ihre Freude drin haben. So. Alles beiseite schaffen. So, was haben wir noch? Ich habe hier ein bisschen Euphorbia. Wer dies nicht hat, gar nicht schlimm. Also ein schicker Ast tut es auch. Findet ihr ja draußen beim Spazierengehen. Ich nutze jetzt dieses. Ich glaube, das reicht auch. Und werde das einfach hier noch mit umzustecken, dass es ein bisschen luftiger wird. Ich puste immer so ein bisschen, einfach nur hier die Sandkrümel oder vielmehr die Moosflocken da weg. So, ja, und jetzt können wir eigentlich hergehen und ein paar Muscheln, ein paar sommerliche Accessoires, ganz was ihr da habt, hier mit ins Spiel bringen. Und auch dort ist es nicht immer vonnöten, alles festzukleben, sondern häufig reicht es, wenn man es nur auflegt, ein bisschen untersteckt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Also ihr müsst nicht immer alles festbapsen. So, hier habe ich noch Muschelscheiben. Finde ich persönlich auch mal sehr, sehr hübsch. Und wenn man diese in zwei bricht, kann man dieses auch noch richtig schön mit umzulegen. So, was haben wir denn noch für Muscheln? Vieles dieser Muscheln, die ich hier benutze, sind von einer Nachbarin, die verzogen ist. Das sind wirklich echte Mitbringsel. Ich glaube aus Frankreich oder so, und die schenkte sie mir und meinte,
Jana, du hast, glaube ich, mehr Freude dran. Ob ich mehr Freude dran habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Freude dran und setze diese auf jeden Fall auch sehr gerne mit ein. So. Wie ihr seht, ich habe keinen Kleber benutzt. Also es reicht wirklich, dies aufzulegen. Und wie ihr seht, ich kann es hin und her rücken, ich kann es hochnehmen, ich kann es beiseite stellen. Insofern braucht man nicht wirklich alles immer festkleben und kann es ganz nach Belieben wieder lösen und wieder neu eindekorieren, für andere Dinge benutzen. Genau, und weil es so schön ist, habe ich auch zwei dieser Muschelschalen gefertigt und gut, die Heißklebepistole brauchen wir ja gar nicht. So, und kann jetzt sagen, et voilà, fertig. Ich finde es richtig, richtig schön und mit dem, ja, wie ich eingangs auch schon sagte, mit diesem Windlicht daneben stehend, kommt das bestimmt sehr, sehr schön zur Geltung. Eins ist für meinen Tisch, eins für mein Sideboard. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Eine Zutatenliste findet ihr sehr, sehr häufig bei mir in der Infobox. Klickt einfach auf den Titel dieses DIYs, so gelangt ihr zur Infobox. Und ja, ich würde mich auch über einen Daumen nach oben richtig krass freuen und über ein Abo auch. Somit erfahrt ihr als erstes, wenn ich etwas Neues für euch habe. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Nachmachen, viel, viel Freude mit eurer Kreation und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz, ganz bald ganz einfach wiedersehen. Ja, und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko Jana.